Wir beginnen immer mit einem Warm-up und mit einer Mobilisation, damit wir auch unseren Körper und unsere Muskulatur eben auf die Bewegung und auf das Training vorbereiten. Haben dann in erster Linie immer so ein bisschen Herz-Kreislauf, damit wir auch die Muskulatur erwärmen. Und dann werden immer so Schwerpunkte gesetzt in Bezug auf Kräftigung, dass man wirklich so verschiedene Körperregionen durchnimmt. Oder wir setzen den Schwerpunkt auf Koordination, wo man viel Gleichgewichtsübungen macht. Oder wir setzen den Schwerpunkt auch auf eine koordinative Fähigkeit, das ist Rhythmus, wo man viel Tanzschritte drinnen hat. Also da schauen wir wirklich, dass wir das gesamte Spektrum abdecken. Und zum Schluss kommt dann noch so ein Cooldown, also so ein Dehnen und dann wieder eine Muskulatur entspannen.